Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, wir sind bei Starwing oder wie es so schön heißt, Star Fox hier auf dem Super Nintendo Mini. Und ihr könnt euch dann vorstellen, welches Video dann als nächstes kommt. Das ist dann vielleicht viel, viel interessanter vom Super Nintendo Mini, denn dann kommt Star Fox 2, was es noch nicht mal als Cartridge gab. Ja, Star Fox, ne, logischerweise die Lylat Wars Serie oder wie immer. Ja, bei uns hieß, glaube ich, irgendwie, ich glaube in Europa, glaube ich, ein Game, was Star Fox hieß, deswegen mussten sie Starwing nennen und irgendwann dann Star Fox und Starwing war dann, glaube ich, irgendwie beim N64 das Problem, irgendwie was mit George Lucas, deswegen kamen sie dann auf Lylat Wars. Also, das ist eine Serie, die sie, glaube ich, millionenmal umgeändert haben. Ist die Story von Fox McCloud. So, ich guck mal, welche Steuerung ist denn für mich das Beste? Nehmen wir einfach mal die. Ich mach mal ein Training. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Okay, da ist Bombe. Da ist der normale Laser. Ja. Hallo Peppi. Alte Wurst. Ja. Falco, ist klar. Das ist unsere super Kröte Slippy. Ist noch in Silbermetallig. Na, ihr seht, durch Ringe fliegen ist ganz wichtig. Das hat Superman 64 auch schon richtig gemacht. Nein, Quatsch. Also, ich glaube, das Ding ist, glaube ich, richtig gut. Und ist tatsächlich auch von Shigeo Miyamoto, auch wenn es mal ausnahmsweise kein Jump'n'Run ist. Was ganz anderes. Auch kein RPG oder sonstiges. Okay, das war doof. Ja, ich will das Spiel noch nicht beginnen. Ich will erstmal. Kann ich euch nicht runterholen? Ist mir egal, ob Freund, Feind. Okay, ja, ja, ja. Formationsfliegen ist doch genau meine Welt. Schultertasten, genau, kann man drehen, das dachte ich schon. Falco, suchst du wieder Streit? So nicht. Do a Barrel Roll hier. Was kommt jetzt? Das Training kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay, einmal die Ringe. Ich bin gespannt, wenn ich gleich das Game starte. Ob ich dann voll die Hucke kriege. Und bin mal gespannt. Also, Star Fox 2 habe ich natürlich logischerweise wirklich nie gedaddelt. Ich habe das, glaube ich, mal. Ich glaube, der gute Rehawk, gute Rüdiger, hat das, glaube ich, mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob du schon mittlerweile ein Let's Play von Star Fox 2 gemacht hast. Wenn nicht, dann hast du jetzt eine Aufgabe. Vor allem, weil es das dann ja auch official gibt. Okay, jetzt können wir, glaube ich, aber starten, weil sich das scheinbar eh wiederholt. Und gehen wir mal ins Game. Genau, und ab dafür. So, das sind die guten alten Routen. Also, wer Lylat Wars kennt, oder Star Fox 64, oder Star Fox DS. Ne, Moment, 3DS, ne? Logischerweise. Da kam es ja raus. Gucken wir mal Route 1. Gute alte Koneria. Koneria, die Basis. Star Fox Team, euer Ziel ist der Planet Venom. Ha, kenn ich. Den ihr vernichten müsst. Was? Viel Glück. So toll ist das Spiel jetzt nicht. Planet Venom vernichten. Also das finde ich jetzt nicht so gut. Das nehme ich irgendwie persönlich. Ich höre das jetzt gar nicht so richtig. Ist das vernünftiges Englisch oder ist das Lylat?
Konnte ja tatsächlich in manchen Games auch wirklich auf Lylat-Sprache schalten. Ah, da ist die geile Musik. Ja. Na, machen wir mal. So. Freund und Feind. Du bist bestimmt Feind. Ja, komm. Hau ab. Ja, geht doch. Na, komm. So, geht doch. Mit euch. Ja, aber ist ja dafür, dass ich das 120 Jahre nicht mehr gezockt habe, weiß ich immer noch, was ich hier machen soll. So. Bist du ein Feind? Ist mir egal, bist kaputt. Wenn nicht, doof gelaufen? Ist mir egal, Falco, Ruhe. Das Einzige, was du bist, ist ein Amiibo. Jetzt mal Ruhe hier. Irgendwie noch Schaden nimmt doch irgendwie auch, ne? Irgendwie rumtrickst. Ich weiß gar nicht, sind das schon bei Starwing? Oder beziehungsweise Star Fox 1? Ist keiner von unseren, ne? Obwohl, hätten sie wahrscheinlich auch schon wieder gerufen. Fox, help me! Slippy, hau ab. Geh, wo du willst. Peppi, hau ab, du Mistkerl. Was ist das für eine Übersetzung? Also bitte. Ich würde doch Peppi nicht sagen. Bitte. Die Star Fox-Serie, das kann ich vielleicht nochmal erzählen. Ne? Ich meine, zum Beispiel Star Fox Adventures war ein richtig nicer Titel vom Design. Aber irgendwie war der einfach zu weit weg von der Originalserie. Und Star Fox Assault hatte ja auch so ein bisschen so eine Mischung aus allem. Und, ach, wie hieß denn jetzt nochmal der tolle DS-Teil? Aber ich werde für Star Fox 2 nochmal nachgucken. Was Star Fox Command? So, komm, Boss. Kann ich dich denn treffen? Ah, das leuchtet doch schon. Sonst rot. Spielt sich also wirklich richtig nice. Mein Gott, auch das ist gut gealtert. Natürlich die Polygon-Grafik, das ist jetzt. Ja, ne? Das ist ein bisschen absurd. Aber sonst ist das Ding immer noch spielbar. Heute würde man wahrscheinlich diesen Kampf wahrscheinlich nur noch mit Quicktime-Events machen. Ne? Drücke F für Endboss oder so. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Alter! Uah. Hopp. Autsch. Wie kann ich den wieder starren? Muss ich wieder neu machen? Ach du meine Fresse, man muss das bis dahin komplett durchzocken. Das heißt, man kann ja nicht beim Boss wieder anfangen. Ja, dann würde ich sagen, sehe ich das hier mal als Zeichen. Und kredenze euch gleich mal Star Fox 2. Jetzt wird wahrscheinlich irgendeine sagen, warum sind die Videos so hoch? Gut. Bist du in der Kürze liegt die Würze. Ah, ich kann doch zum Endboss.
Okay, gut, dann ist das Video doch nicht so kurz, weil... Dann werde ich auf jeden Fall die Leben auf jeden Fall mal komplett machen. Teilt er sich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Kampf als gerade. Geht kaputt. Alter. Das haben wir natürlich wieder super gezielt. Alter! Naja, gut, wisst ihr was? Ich sehe das trotzdem mal als Zeichen. Jetzt muss ich, glaube ich, noch ein bisschen trainieren. Ist egal, das war Star Fox 1 bzw. Starwing und jetzt kommen wir zu Star Fox 2. Bis gleich. Tschüss!